das Spiel und Physik zu erklären. Ja, Red Faction Guerilla war ziemlich gut. Also jedenfalls von der Physik-Engine her, muss ich sagen. Hat persönlich mir sehr gefallen, da einfach mal so rumzurennen und alles ein bisschen zu kaputt zu machen. So, und jetzt, ja, na komm. Scheiße, ein Dreck, Alter. Der haut mir echt gleich wieder die Karre weg. Ja, mein Lieber, schnell die Granate. Verpissen uns. Na jawoll, und damit ist... Alter, verpiss dich. Boah. Ey, der ist so gnadenlos auf mich zugefahren. Ich dachte, jetzt knallt's gleich und ich bin tot. Alter, was machen die Passanten? Verpisst euch. Ich bin auch nur ein Mensch. Lasst mich. Oh Gott, verdammt, ey. Die Oma hat mich fast aus dem Auto gerupt. So, noch ein und dann haben wir es geschafft. Yay. Und es ist inzwischen schon neblig geworden. Ja, und ist ja jetzt auch früh am Morgen hier in, wo spielt GTA 3? Liberty City? Ja, Liberty City muss das ja sein. Stimmt, soll ja dasselbe Setting haben wie 4. Meine Güte, das habe ich doch auch schon mal irgendwann gesagt. Ja, man merkt, mein GTA-Wissen ist ein bisschen eingerostet. Ich hoffe, ihr könnt mir das verzeihen. Und der Typ steht gerade an der roten Ampel und vielleicht kann ich ihn abfahren? Na jawoll! Sehr schön, einfach in den Weg stellen, die Granate hinwerfen, gucken, wie das Ding explodiert, hoffen und... Oh, oh, Alter, was geht? Boah, viel zu viele Explosionen. Ja, wir klauen uns jetzt mal hier diesen LKW. Ja, und dann begeben wir uns... Na, wo gehen wir mal hin? Ach komm, wir fahren gleich nochmal hier zu Tony. Boah. Ja, netter Drift. Langsam komme ich auch wieder mit der Handling. Ja, weißt du, langsam komme ich mal auch mal wieder mit der Handling klar. Von der Auto. Ja, ihr merkt, ich bin auch mit Commentary-Sachen auch schon wieder ein bisschen eingerostet. Ist ja eine Weile her, ne? Alter, scheiße. Bulle! Ach komm, verpiss dich. Ich gehe jetzt einfach zur Mission. Ist mir doch egal, was du mir mit mir machst. Kannst mir sowieso nicht. Der Geldbote. Oh! Können wir es nicht einfach mitnehmen? Laundry has agreed to pay. You did real good, kid. Go collect the cash and bring it back here. Watch out for the triads. They may be shoving a firecracker up your ass. But don't take no crap. Nobody, I mean nobody, messes with Tony Cipriani. Ja, okay, man merkt, die deutsche Übersetzung ist noch nicht komplett 1:1. Also, wer ein bisschen Ahnung von Englisch hat, der hat gemerkt, dass eigentlich im Englischen gesagt wurde, ja, und pass auf die Triaden auf, die wollen dir bestimmt so einen Firecracker, also so eine Art China-Böller in den Arsch schieben. Oh, darf ich Arsch eigentlich sagen? Egal, ich hab's jetzt getan. Entschuldigung, YouTube, falls das man nicht machen darf. Falls ich für, hier, sag schon, anstößigen Content oder so geblockt werde, dann verstehe ich das völlig. Während in der deutschen Übersetzung stand, die wollen dich zu Shop Suey verarbeiten. Ja, okay, ihr werdet jetzt euch bestimmt sagen, ist doch fast dasselbe und hört auf, sich so aufzuspielen. Ja, ich weiß, das ist fast dasselbe, aber so ein Kennern, den fällt das schon auf. Und ja, natürlich wollten die mich abfacken. Ist mir persönlich aber, Alter, was geht? Total wurscht. Weil ich nehme erstmal mein Auto und versuche jetzt mal eine Runde wegzufahren. Ah, was? Sterbt. Jawohl, so wird das letzte Teil im... Oh, und ich werde aus dem Wagen gerobt. Sehr schön. Aber ich klaue mir jetzt einfach von dem anderen hoffentlich die Knarre und hoffe aufs Beste. Alter, was geht? Komm. Jawohl. Der wollte auch sterben. Na jawohl, wollte schon sagen. Alter, verpiss dich, Bulle. Ich meine das jetzt ernst, verpiss dich. Ach, oh Mann. Was geht jetzt ab? Ah, scheiße, da ist noch einer. Ah, fuck. Wow! Alter, das war knapp. Oh, entschuldigt, dass ich gerade so und so, ne? Aber das war ja gerade echt haarscharf. Meine Fresse. Ich wusste gar nicht, dass der Typ so eine Ausweichrolle kann. Na egal. Schön für mich. Scheiße für die. Aber das fetzt doch. Haben wir gleich noch eine Assassin's Creed ähnliche Einlage gemacht. Sehr schön. Das gefällt mir doch. So, und jetzt bringen wir das Geld gleich zu Tony. Wir haben noch 3 Schuss in unserer Wumme. Was geht? Sag ich sicher, das sind noch mal Triaden. Ich hoffe mal nicht. Nee, anscheinend nicht. Okay. Yeah, und wir kriegen 10.000 von den ganzen Orken. Das ist doch sehr schön.
Okay, Leute, dann erstmal jetzt, würde ich mal sagen, ich fahre wirklich jetzt erstmal zum Krankenhaus und dann zum Ammunition, weil ich habe 86.000. Und ich habe aus Versehen jemanden wieder überfahren und, na, komm. Na, ha, ist nicht Hupe, scheiße. SDRG auch nicht. Ich fahre erstmal zum Krankenhaus, wenn ich es denn finden sollte. Wir gucken mal schnell. Statistiken? Nein. Info? Nein. Wo war die Map? Nein, das wäre auch viel zu einfach gewesen. Ja, wir gucken mal, ob wir irgendwas finden und wenn nicht, dann. Also ich fahre jetzt erstmal Richtung J, weil ich habe jetzt erstmal Glück vom T und mache jetzt erstmal wieder J. Obwohl, warte mal, wenn wir speichern, was man ja sowieso mal zwischendurch machen könnte, bevor uns hier das ganze Game mal wieder abschmiert, dann könnte sich ja vielleicht auch unser Leben aufladen. Zumindest war das bei San Andreas und GTA 4 so. Er kann es ja mal probieren. Ja, was ich ein bisschen schade fand hier, aber ich sag mal, ist natürlich Normalzustand. Bei San Andreas war es noch so, wenn man in sein Haus gegangen ist und da, ich glaube, ja, immer gespeichert hat. Und man, selbst wenn es 4 Sterne oder so waren, also wenn man 4 Sterne hatte, dann waren die Sterne weg. Das ist bei GTA 3 leider nicht so. Aber ich sag mal, das ist natürlich realistisch. Nur weil du jetzt sagst, hey, gut Jungs, ich gehe jetzt für 4 Stunden pennen, sagen die nicht, okay, alles klar, schlaf gut, wir hören auf dich zu verfolgen. Also von daher merkt man schon, GTA 3 war realistischer als San Andreas, obwohl man sich natürlich als normaler Mensch nicht so auf der Stelle rumbewegen kann. Hier so, hui. Ja, ihr merkt, ich laber schon viel zu viel Scheiße. Von daher jetzt erstmal pennen gehen. So, es war 21 Uhr. Es ist wieder 21 Uhr. Ich dachte, es vergehen 4 Stunden, wenn man speichert. Das ist so ein Schwachsinn. Naja, egal. Und unser Leben ist auch nicht voller geworden. Hm, schade. Naja, egal. Wollen wir uns mal nicht so haben. Wir nehmen jetzt die Karre, wo ich mir sicher bin, dass die nicht lila war, als ich die reingestellt habe. Und auch ein bisschen Schrott, dass die war, aber egal, wa? Wir achten schon auf Kleinigkeiten. Und wir hören anscheinend Opa. Nee, Opa muss jetzt nicht sein. Wir hören mal wieder Game FM. Radiosender für echt Gamer. Ja, ich weiß, der Joke war extrem flach. Vergib mir. So, jetzt. Oh, ich dachte. Oh. Ja. Also ich dachte kurzzeitig, dass ich wirklich einen guten Drift hinkriege und dann ja natürlich erstmal so 3 Passanten überfahren. Und 4 schwangere Frauen gleichzeitig zu Fehlgeburten gebracht. Es tut mir leid, Leute. Ich frage mich, ob sie auch bei GTA 3 so viele Sidequests, also eben so neben... Alter, die ist mir direkt vor die Karre gesprungen, die Nutte. Nebenmissionen gibt. Hier, wie bei San Andreas, eben so ein bisschen Fahrschule oder eben... Was gab's denn noch alles? Hier, Feuerwehrmann und... Der Penner hat mich angerempelt. Ah, scheiße. Ey, echt mal, hier war doch in der Nähe. Hier, da hinten. Tut mir leid, dass ich jetzt hinlaufe, aber ich kann ja auch hin Bunny hoppen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass da hinten links ein Herz war. Von daher werde ich das mal mir schnell holen. Na komm. Na jawohl. Obwohl das so lange her ist, dass ich es gespielt habe, weiß ich sowas noch. Seid stolz auf mein Gedächtnis. Hopp, hopp, hopp. Ey, ich bin fast so schnell wie das Auto. Ah, nein, ich bin schneller als das Auto. Haha. Überholt. Auf geht's zu Joey. Der tote Passagier. Grobartig. Ja, es ist einfach grobartig. Wenn du so sagst, ich merke es. Du benutzt sehr viel Gestik, Alter. Ja, tut mir leid, ich... ja, egal. Ja, ich habe mich gerade so ein bisschen wild vor mich hin gestikuliert und wollte das damit unterstützen. Aber natürlich merkt man das nicht, wenn ich nur Commentary mache. Ja, oh, da ist wieder Rajesh, Leute. Hey, Rajesh, lässt du mir dein Taxi? Echt? Hey, danke, Mann. Okay, wir sehen uns. Bye. Rajesh ist echt nett. Schön, dass man den auch mal wieder sieht und dass er wieder ein neues Taxi hat. Das mit seinem alten tut mir echt leid. Aber naja, man muss mal Opfer bringen. Und Alter, was geht? Wo muss